Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Daisy Standalone mit dem guten Waffenmeister Tachtach. So, in der letzten Folge haben wir uns hier noch ein paar Äpfel geerntet. Wir sind stuffed und energized und hydrated. Perfekten Voraussetzungen, um weiterzulaufen auf der Suche nach ein bisschen was wir gebrauchen könnten. Essen haben. Oh, geil. Das ist cool. So, da haben wir wenigstens ein bisschen mehr Platz. Muss halt die Eier einzeln jetzt da reinziehen. Kann man das so draufschreiben? Ah, doch, geht. Nee, geht nicht. Oder geht nicht richtig. So, dann tun wir alle Äpfel mal hier hin. Wohl, ist eigentlich egal, oder? Wo die sind. So, passt schon irgendwie. Was haben wir hier noch? Hunting Knife. Nice. Das erste Messer, die erste Waffe, die wir haben. So. Dann müssen wir mal gleich in die Hand. Oh, was haben wir hier? Cooking Tripod, ne, brauchen wir nicht. Ich sag mal drüber. Sehr schön. Oh, da ist ein Zombie. Mit Zombies würde ich mich jetzt noch nicht so gerne anlegen wollen. Ich renne jetzt auch einfach rein. Wer nichts hat, kann auch nichts verlieren, ganz ehrlich. Okay, ich habe schon ein bisschen was, aber. Eingang ist anscheinend auf der anderen Seite. Oder hier. Best Holder Pristine. Ja, nehmen wir mal einen mit. Gibt's ja auch Waffen für die Chest Holder? Nee. Ich dachte ja nur. Ich glaube, es lohnt sich aber gar nicht, hier so reinzulaufen, oder? Hm, doch. Dann nehme ich dann lieber den mit, der ist besser, schöner von der Farbe, finde ich. Mal schon wieder alles umladen. Gut, machen wir schnell. So, die Äpfel reichen noch, komm. Was? Nö, auch keine Waffe drin. Wäre das sein können, dass da vielleicht ein Chestholder mal mit Waffe liegt. Deswegen gucke ich mir mal jeden Chestholder an, der da rumliegt. Jetzt sehen wir noch stark aus, oder? Kommt die drei Äpfel kann ich dann auch noch mitnehmen. So. Alter. Haben die Schatten mich gerade erschreckt da. Gibt's hier irgendwas? War glaube ich unnötig, dass ich hier rein bin. Ja.
Och Mann. Ich möchte nur guten Loot haben. Das ist so schwer. Oder so zu viel verlangt. Gibt's hier was vielleicht? Hallo, guten Tag, irgendwas da? Nix. Ist Zombie-Aggro? Ich hoffe nicht. Ah, cool, eine Mütze. Die wollte ich schon immer haben. Och Mann, ey, warum? Hier ist halt einfach nix. Hier wäre ich doch schon drin, oder? Oder sieht es einfach nur gleich aus? Ex nehmen wir mal. So. Eine Makarov mit leerem Magazin. Jetzt die Frage, was da für Munition reinkommt. So. Da kam die mal als Hand weg. Remove from hands. So, so. Makarov. Take into hands. Paar Schnicks rein. Schade. Das ist jetzt cool gewesen, oder? Hätte man schon eine Waffe gehabt. Liegt hier noch irgendwo Munition rum vielleicht? Ihr seht, wir looten uns mühsam wieder unsere Sachen zusammen. Alles kein Problem. Ja, okay, schon, aber... Und tschüss. Geht doch besser. Ich glaube, der will was von mir. Findet mein Helm so attraktiv. Gibt's eine Police Station? Ich glaube, oder? Into Rex. Hier kann ich doch raus. Combine Rex. Craft Armband. Ne, will ich aber nicht. Kann da auch noch irgendwie. Bahn. Na gut, okay. Ich hab gedacht, da kann man auch hier mit die Schnüre draus machen. Anscheinend geht das auch nicht so. So. Da ist die Polizeistation. In die gehen wir noch rein in der Folge und dann würde ich sagen, machen wir schon langsam mal Schluss. Steht auf jeden Fall ein Zombie von da dran, das ist mal ein gutes Zeichen. Zwei Zombies sogar.
Details dann vielleicht, dass sie noch können, aber... Komm. Jip. Komm. Seht ihr was dabei? Fishing Hook. Police Uniform Checker, du. Komm, oder? Wie sieht die aus? Ja, komm, nehmen wir am Motor. Vielleicht passt das ja in die Makarov vorhin. Oh, da liegt. Au, da liegt doch was. In deinem anderen Regal hat auch noch was gelegen. Hier. Dann nehme ich doch die besser, die hat noch ein Magazin drin. Mit 7 Schuss. Jetzt können wir mal Handschellen mitnehmen. Rosin vom Jacket hier, aber noch was. Mit Etage höher. Was? Nö. Ja moin, was geht denn hier ab? Liegt da noch Munition? Perfekt. Nochmal. Alles klar. Handschellen damaged. Okay, dann die hier erstmal draufziehen. Hallo? So, dann empty, empty, auto rounds. Load Ammo. Also 15. Ah, das ist ein kleines Magazin oder was? Load. Take into hands. Kann mich hier die rein tun? Oder kann mich hier die rein tun? Ah, da kommt auch die Auto-Munition rein. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Haben wir jetzt, glaube ich, keine mehr. Nee. Oder? Doch, Autorounds hier. Ah, dann tun wir die besser hier rein, finde ich. Load Ammo. So, dann haben wir hier noch ein zweites. Oder wir tun in dem Makarov noch, oh lol. Hab ich gerade Schaden gekriegt? Oder war das ein Schuss? Ich sollte hier, glaube ich, schnellstens verschwinden. Habe ich eben so ein Gefühl. So, so, so. Oder habe ich Patronen fallen lassen? Nee, eigentlich nicht. Ich gehe raus. Oder? Oder oben? Wenn das gerade eben Schüsse waren.
Und renn. Run. Come on. Ihr könnt ja meine Kommentare schreiben, wenn ihr besser gehört habt, was das war. Ich habe gerade nur ein bisschen Angst, jetzt zu sterben, wenn ich hier wieder eine Waffe habe. Mit zwei vollen Magazinen plus Makarov mit einem halbvollen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, wir sind auf jeden Fall heute mit der Folge jetzt fertig. War mal ein bisschen Action. Beziehungsweise ein bisschen Spannung drin gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben. Würde mich mega freuen. Abonniert den Kanal und seid bei der nächsten Folge dabei. Also, bis dahin. Mach's gut, euer Wolfmeister. Ciao, ciao.